KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Ja. Hallo, hier ist der Erik. Ich grüße euch auch alle. Und ich hoffe, ihr seid nicht vom Hochwasser betroffen und wenn doch, dann ja, geht es euch schon wieder halbwegs gut oder so oder ihr bekommt Hilfe oder irgendwas. Das ist ja echt furchtbar mal wieder. Das Wetter für Kapriolen schlägt hier das Klima. Deswegen, aber wir versuchen vielleicht mal ein bisschen gute Laune zu bringen. Vielleicht hilft euch das ja in der schweren Zeit. Mit der Sneak Preview, da war der Chris gewesen, in Killer's Bodyguard 2. Da hatten wir damals, weiß gar nicht, Killer's Bodyguard 1 hatten wir, glaube ich, als Rezensionsdisc oder... Rezensionsdisc oder Heimsneak oder Heimfilm auf jeden Fall und nachgeholt. Genau, den hat man nämlich verlost sogar, kann ich mich erinnern. Da gab es mal ein Gewinnspiel und den fanden wir beide überraschend gut. Oder alle drei sozusagen. Ich habe den ersten gar nicht gesehen. Puh. Ja. Buh. Nee. Fettes Dislike auf allen Plattformen. Und jetzt kommt Teil 2, also mit Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson. Ich glaube, die sind auch noch dabei. Und im dritten ist, glaube ich, Selma Hayek dabei. Sie ist im ersten auch schon dabei. Ich folge ihr am Ende ist sie dabei. Auf Instagram. Und da hat sie nämlich, also wer nicht, muss ich da sagen. Ich zum Beispiel. Und da hat sie immer mal so Stories gemacht, wie sie von den Dreharbeiten und so. Und dann von irgendwelchen Premieren. 2 von 3 folgen ihr nicht. Also, Tja, ist nicht repräsentativ für diese Peer Group hier. Ach so. Ich mag sie nicht mal. Oh. Ja. Nein. Warst du eigentlich mit im Kino, Kate? Du wolltest alle 2 Wochen mitgehen, weil da steht ich war mit. Weil steht keine Wertung drin. Okay, also du warst mit. Ich bin mir noch nicht sicher. Du bist nicht sicher, ob du mit warst oder? Nein, nicht sicher über die Wertung. Ob ich, was ich ihm geben soll. Ja, vielleicht kann ja der Chris erstmal kurz was zum Film erzählen, Killer's Bodyguard 2. Das kann er ganz sicher. Das würde er auch sehr gerne machen, weil er sehr, sehr viel Spaß im Kino hatte. wir haben übrigens noch vergessen, dass Antonio Banderas auch mitspielt. Oh, der ist aber, ist der neu dabei? War der auch? Ja, der ist neu dabei. Ja. Der ist wirklich neu dabei. Okay. Und zwar ist die Situation die folgende. Michael Bryce, also Ryan Reynolds, möchte oder hat Albträume von der ganzen Sache mit Darius Kincaid, also mit Samuel L. Jackson vom ersten Teil noch, hat seine Lizenz als seine AAA Bodyguard Lizenz verloren. fängt das schon an zu lachen. Und ist dann also bei der psychologischen Beratungsstelle oder bei der Psychologin und lässt sich da mal auch so ein bisschen helfen und die sagt dann, ja, also was er dringend machen muss, ist ein Sabbatical. Das heißt, mal weg von dem Ganzen und dann einen neuen Anlauf starten, das würde ihm wahrscheinlich gut tun. Und dementsprechend macht sich Ryan Reynolds, also Michael Bryce, macht sich demnach auf nach Europa, um da mal wunderschön abzuspannen. Problem an der Sache ist, dass Sonja Kincaid plötzlich auftaucht mit, ja, nennen wir es mal mit einem ziemlich explosiven Auftritt, um es noch freundlich zu sagen, ihn aus der Idylle rausreißt und sagt, hey, ich brauche deine Hilfe, weil mein Ehemann Darius wurde entführt. Oh, Darius, das klingt ja sehr osteuropäisch. Darius Kincaid, Samuel L. Jackson wurde entführt. Achso, Darius. Ist doch nicht osteuropäisch. Nein. Und das ist so der erste Handlungsstrang in diesem Film, dass es darum geht, dass man Samuel L. Jackson befreit. Der zweite Handlungsstrang in dem Film ist der mit Aristoteles Papadopoulos oder Papadopoulos. Lass mich raten, Grieche? Ja, Grieche. Antonio Banderas spielt einen Griechen. Und wie kommst du da drauf? Verstehe ich gar nicht. Und die Griechen, oder vielmehr er, möchte, dass es so wird wie früher, dass die Griechen im Zentrum der Macht stehen und plante deswegen verschiedene Anschläge in Europa, und zwar auf das Datennetz in Europa, das
Ja, dass da quasi das Internet zusammenbricht und dass alle dumm dastehen, außer den Griechen, und die Griechen dann quasi die Welt retten. Weil sie wieder Papyrus haben oder was? Nein, weil bei denen dann noch alles funktioniert, also noch alles da ist und so. Und dass sie quasi dann im Zentrum des Universums stehen, oder vielmehr der Menschheit wieder stehen, da wo sie rechtmäßig hingehören, wo sie über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte einfach verdrängt wurden zu Unrecht und was weiß ich was alles. Doch. Was ich so ein bisschen so Panne anhört, ist allerdings von Antonio Banderas so überzeugend überzogen gespielt, dass es einfach nur genial ist. Also absolut. Ja, Bryce und Sonja Kincaid machen sich dann also auf, Darius Kincaid zu retten. Und das führt schon zu verschiedenen, teils monströs unangenehmen Situationen für Michael Bryce, für den Zuschauer eigentlich nicht so, eher für witzige Situationen. Und alleine den ersten 20 Minuten wäre es echt interessant zu wissen, wie oft Salma Hayek Motherfucker sagt. Und wenn man dann noch überlegt, wer noch die Bühne betreten wird, wessen wohl Lieblingsausspruch Motherfucker ist, dann weiß man auch, ein Counter für diese Sache wäre sicherlich angebracht, sagen wir es mal ganz, ganz nett. Es stellt sich raus, dass ganz arg viel dann natürlich hier zusammenhängt mit der Entführung von Darius, mit dem, was Aristoteles noch so macht. Wir lernen noch im späteren Verlauf den Vater von Michael Bryce kennen, der ebenfalls ein AAA-Bodyguard war. Wer wie was, das möchte ich jetzt nicht spoilern. Es ist auf jeden Fall ein absoluter Moment. Man hockt einfach nur dran und man bepisst sich mehr oder weniger vor Lachen. Das kann ich schon mal echt, so viel kann ich verraten. Es ist also absolut großartig in Szene gesetzt, wie eigentlich der ganze Film. Er ist komplett überspitzt manchmal. Es ist eine Geschichte, wo man sagt, okay, die haben eine Weitererzählung irgendwie gebraucht. Manchmal ein bisschen sperrig vielleicht und ein bisschen grob, aber zu jeder Zeit merkt man, zumindest von dem, was rüberkommt, dass da drei Protagonisten am Werk sind, die absolut Spaß an der Sache hatten, die absolut Spaß an den Rollen hatten und an dem ganzen Film. Also es ist so unfassbar gut. Das Zusammenspiel von Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson hat mir schon im ersten Teil super gut gefallen. Und der erste Teil, Erik, du magst dich erinnern, der war saugut eigentlich. Ne? Ja, der war richtig gut. Der hat echt Spaß gemacht. Und der zweite macht genauso weiter. Also da ist nicht irgendwie, dass es abflacht oder langsam alt wird oder. Nee, der zweite Teil knüpft komplett daran an, hat den gleichen Humor, hat den gleichen Speed drauf, hat die gleiche Action. Ach du Schande. Also es gab im Kino die Reaktionen teilweise von ungläubig im Kopf schütteln, über Hände vors Gesicht zusammenschlagen, vor Lachen teilweise auch. Ganz, ganz großartig. Ganz, ganz großartige Nummer. Der Film ging vorbei wie im Flug. Ich muss ja gerade nochmal gucken, wie lange dauert. Eine Stunde 40. Eine Stunde 40, ja, 100 Minuten. Aber 100 Minuten, die nicht eine Minute irgendwie langweilig sind oder schwach rüberkommen. Und das ist eigentlich richtig geil. Wenn dann auch noch hier die Polizei noch mit auftritt und der Geheimdienst mit auftritt und alles und wer mit wem, warum und alles und also es ist einfach so viele witzige Anspielungen auch, wenn der US-Agent aus Boston, dessen Namen mir jetzt gerade leider entfallen ist, dann eine Assistentin gestellt bekommt, eine Schwedin, die halt auch redet und alle stehen da, was hat sie gesagt? Und dann heißt die auch noch Greta und also es sind so viele witzige Anspielungen einfach drin. Der Film macht von vorne bis hinten Spaß, von der ersten bis zur letzten Minute, fand ich, hat er mir echt Spaß gemacht. Ich habe teilweise echt Tränen auch gelacht, weil es einfach so super skurril und einfach so Welten aufeinander prallen und es sind einfach richtig geile Schauspieler dabei. Ist halt auch so ein, sag ich mal, so ein
Ja, so ein Humor, denke ich mal, wie bei Deadpool so ähnlich. Also Ryan Reynolds spielt da nicht umsonst mit, weil der sucht sich ja schon so seine Rollen, wo er sich nicht sehr verstellen muss, glaube ich. Also, weißt du, aber das ist halt wirklich das. Es gibt da eine Szene, da gibt es in der Diskothek eine riesen Schlägerei und Ballerei. Und Ryan Reynolds wird über die Theke gedrückt, greift nach, ich glaube, links oder rechts, oder greift auf jeden Fall neben sich, um eine Flasche zu bekommen, um die dem Typ immer in den Kopf zu ziehen. Und auf der Flasche steht ganz groß Aviation Gin drauf. Und die Kenner unter uns wissen, das ist genau die Gin-Marke von Ryan Reynolds. Also er verprügelt jemanden mit seiner Gin-Flasche. Er fliegt und, ja sogar noch in ein Gin-Regal. Und ja, alles er fliegt dann auch in ein Gin-Regal, dass das riesig dran steht mit Aviation. also auch noch so richtig, richtig freches und komplett peinliches Product Placement eigentlich. Was aber so gut einfach in diesen Film reinpasst, weil, wie gesagt, du merkst, die hatten da Bock drauf, die hatten da Spaß dran. Und das merkst du zu jeder Zeit. Kate, wie ging es dir denn damit? Ja, also ich hatte auch durchaus Spaß, aber wie ich ja schon angedeutet habe, ich bin kein Fan von Sam Hayek. Und ich mag es nicht, wenn so vulgär geredet wird. Deswegen, das mag ich einfach nicht. Einfach so. Aber ansonsten war der Film sehr, sehr lustig. Hat mich auch gut unterhalten. Ja. Okay. Was ich ja mag, ist so die Geschichte von dem Regisseur Patrick Hughes. Der ist ja ein Australier. Der hat noch nicht viele Filme gemacht. Und sein erster richtiger Film, Red Hill, den habe ich damals auch gesehen, da hat er quasi selber das Skript geschrieben, Regie geführt und hat sich selber die Hauptrolle gegeben. Das war so eine knallharte Rachegeschichte, der hat mir schon ganz gut gefallen. Das war so eine kleine Produktion. Und danach ist er ja bei Expendables 3 reingekommen. Der war auch schon besser als der zweite vorher. Und dann ging es gleich mit Killers Bodyguard los. Also ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich würde ja gerne irgendwie, was weiß ich, Deadpool 4 mal von ihm Regie geführt sehen oder irgend sowas. In der Richtung. Mal schauen. Also ist bei mir auf jeden Fall auch vorgemerkt. Killers Bodyguard 2, den gucke ich auch irgendwie. Und also ich glaube, du hättest so viel Spaß gehabt. Denke ich auch, ja. Du wärst echt auch so leicht giggelnd. Ich glaube, Sneak kam gut, oder? Nicht komplett. Nee, nicht komplett. In der Gruppe hat tatsächlich auch jemand schon 2 Punkte plus gegeben. What? Ja, aus der Gruppe ausschließen. Nein, ist doch voll okay, wenn einen der Film nicht abholt, aber die restlichen 8 Stimmen sind 8 von 8 aufwärts. Also tatsächlich 10 Stimmen, 9 Stimmen, 8 Stimmen, alles dabei. Ich selbst gebe ihm jetzt hier im Podcast 8,5 aufgerundet, dann in der Gruppe wären es 9, dann passt das nämlich auch wieder, weil einfach ein absolut cooler Popcorn-Streifen, der richtig, richtig Laune macht. Unbedingt anschauen, unbedingt ins Kino gehen, wenn man Bock hat auf Action, Lachen und einfach Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Motherfucker. Muss man den ersten gesehen haben, jetzt wo du den, nee. Oder gibt es da eine Einführung? Nein, ach so, nein, es gibt fragen, nicht viel, ja. Einführung. Es gibt eine kleine Einführung. Aber, ja, aber es gibt halt so Flashbacks auch. Na gut, da war ja auch nicht viel im ersten. Es war ja einfach nur eine einzige Live von A nach B nach C. Unterschätzt das nicht. Also, startet übrigens am 26.08.2021, also müsst ihr noch euch einen Monat gedulden, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr da ins Kino gehen möchtet, magert euch das an. Zur selben Zeit läuft dann zum Beispiel auch so Candyman an oder sowas, aber ich glaube, das ist lustiger dann Killers Bodyguard 2. Kate, was gibst denn du für Punkte? Ich gebe ihm 7 Punkte. Okay. Und wie schaut denn der Tipp aus für morgen? Für die nächste Sneak? Der Tipp für die nächste Sneak heißt Gnadenlos. Und das sind auch schon 3 Tipps eingegangen, wobei ich nicht genau weiß, was das jeweils damit zu tun hat. Es wurde getippt Promising Young Woman, Cash Truck und Der Rausch. Der Rausch. Ach, das Rausch ist doch der Oscar-Gewinner hier mit Mads Mikkelsen, glaube ich, hier, wo die zulöten hier. Okay. Der Rausch, aber der startet, glaube ich. Ja, doch, der startet diese Woche, sehe ich gerade. Was war der Tipp? Gnadenlos. Gnadenlos. Ich, pah. Hätte halt auch irgendwie hätte zu auf den Killers Bodyguard gepasst. Ja, wollte gerade sagen. Ja. Vielleicht The Corrupted, ein blutiges Erbe.
Der läuft 29. Juli an. Das wäre mein Tipp, mein Schuss aus der Hüfte hier sozusagen. Okay. Hipfire. Okay, dann Heimkino. Erik hat auch eine Sneak gemacht. Ach, der Chris hat es auch gesehen, sehe ich gerade. Ja, Chris hat es auch gesehen. Die trägt es nur nicht ein heute, was immer da los ist. Schleift hier. Ich habe Boss Level geschaut auf Amazon Prime. Ich kann mich dann, als der Film begonnen hat, habe ich gedacht, Mensch, da haben wir doch mal den Trailer geguckt. Das war dann tatsächlich auch so. Und da ist mir das so ein bisschen wieder eingefallen. Und zwar in Boss Level von Joe Carnahan, der ja so Actionkracher hier wie Smoking Aces oder The Grey oder Narc, Gesetz der Ehre, A-Team, diesen Film, der auch nicht so gut gemacht hat. Der hat sich eines Stoffes angenommen, den man auf dem Bierdeckel beschreiben könnte mit einer Mischung aus Crank und täglich grüßt das Murmeltier, so ungefähr. Und vielleicht noch ein bisschen, wie ist dieser eine Film, wo dieser Junge sich da so in so einer Art Videospielwelt da so durchkämpfen muss. Also nicht Ready Player One, dieser andere da, der auch mal an das Sneak lief. Ich komme gerade nicht drauf. Der sehr, sehr, sehr beliebt ist. So ein richtiger Kultfilm bei vielen. Irgendwie, naja, vielleicht komme ich noch drauf. Jedenfalls hier bei Boss Level, Mel Gibson spielt auch noch mit. Den hatten wir ja letztens schon in diesem kuriosen Film gehabt. Und in Boss Level geht es darum, es wacht einer früh auf. Und so ähnlich wie bei ein täglich grüßtes Murmeltier, bloß dass er hier nicht von Sonny und Cher geweckt wird im Radio, sondern jemand schlägt eine Machete direkt über seinen Kopf ins Kopfende ein. Und er merkt, okay, hier ist irgendwas. Und nachdem er da etliche Male natürlich irgendwie gestorben ist, weil hey, wenn man aufwacht, ist man noch nicht gleich so von 0 auf 100. Und den dann abgewehrt hat, dann kommt schon die nächste Bedrohung, dass dann so ein Hubschrauber bei ihm durchs Fenster schießt und so weiter und so fort. Und er muss erstmal rausfinden, was ist denn hier eigentlich Phase? Er versucht halt mehr oder weniger zu überleben und er erlebt den einen und denselben Tag immer und immer wieder. Und wie der Name des Films schon sagt, Boss-Level, geht es einfach darum, wirklich zum Boss-Level aufzusteigen und eben den Boss zu finden, erstmal zu erkennen, wer steckt dahinter. Und eben immer unter dieser ständigen Bedrohung, dass er von Killern gejagt wird. Und da ist sehr viel Bloodshed dabei, da passiert einiges, also crankmäßig durchaus. Ne? Und er findet dann nach und nach halt raus, indem er das immer wieder durchlebt, was steckt da eigentlich dahinter. Und auch so witzige Szenen, er trainiert dann auch diverse Sachen, weil er hat ja Zeit. Ne? Also er kann halt jeden Tag irgendwie ein bisschen was trainieren. Und seine Kampfkunst perfektionieren und es spielen echt coole Leute eine Nebenrolle mit, also Michelle Yeoh zum Beispiel, Frank Grillo spielt die Hauptrolle, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, dann spielt Ken Jeong mit, den man kennt zum Beispiel aus Community oder aus Hangover, das war der aus dem Kofferraum gesprungen ist und Naomi Watts spielt noch mit und so weiter und so fort. Ist ein sehr amüsanter, kurzweiliger Film, der, denke ich mal, so humormäßig vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung von diesem Killer's Bodyguard schlägt, was ich da so gehört habe. Ja, durchaus. Aber mit weniger Bad Talk. Motherfucker. Ja. Boss Level hat, muss ich sagen, hat mir echt Spaß gemacht. Also im Gegensatz zu jetzt Killer's Bodyguard, der nicht ganz so einfach, nicht ganz so dreckig war. Er war mega brutal, also Boss Level ist natürlich richtig, geht richtig auf die 12, aber auf eine andere Art. Und der hat mir tatsächlich wesentlich besser gefallen, weil er einfach nicht ganz so, ja, ich möchte niemandem dabei dann den Mund auswaschen und einfach oder wegschalten. Vielleicht liegt es einfach daran, dass Selma Hayek nicht mitspielt, aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber Boss Level fand ich gut, den gucke ich wahrscheinlich nochmal. Den fand ich echt gut. Ja, sehr, sehr kurzweilig und yeah. Wie gesagt. Auch mal irgendwie was anderes. Das haben wir jetzt noch nicht ganz fand so. Fand ich auch gut, so irgendwelche, da waren ja auch viele popkulturelle Referenzen drin. Ja. Indiana Jones oder so, das war eine sehr lustige Szene. Und so weiter. Oder, Chris? Du fandst nee, durchaus, ja durchaus. Also der gut, ja. Wirklich sehr kurzweiliges. Sehr, sehr, sehr skurrile Szenen dann teilweise auch. Also einfach abgefahren. Da kann man echt dazu nicht sagen. Eine coole Idee für so einen Murmeltierfilm, das mal auch nochmal ein anderes Level zu hieven, in ein Boss-Level quasi. Und auch mir gefällt halt diese Aufmachung mit, okay,
Versuch Nummer so und so viel. Oder ja. Das ist, und das auch kennt, die Rückblicke. Man, Versuch ja. 52, Versuch 48, Versuch 4. Was, einfach großartig. Das fand ich cool. Also das hat mir sehr gut gefallen. Was es halt auf die Spitze treibt bei dem Film, ist so, also wenn du ein normales Spiel spielst und du weißt, wenn du stirbst, musst du von vorne anfangen. Das ist ja schon frustrierend. Aber wie arg frustrierend muss es denn sein, wenn du selber, also in dem Spiel bist. Ja, und dann bist du mal endlich mal viel weiter gekommen als sonst und dann passiert irgendwas Dummes und du stirbst und musst von vorne anfangen. Also das ist, ich finde, diese Frustration wird dadurch nochmal ein bisschen auf eine nächste Stufe gelupft, oder? Welcome to Tarkov, mein Gamer. Ja, genau. Willkommen in unserer Welt. Ne? Also nicht Tarkov bei mir jetzt, aber ihr sitzt nur an einem Computer und es ist frustrierend. Was heißt überleg denn mal, nur an einem Computer? Also, ja, aber überleg mal, du würdest wirklich eine Person in Tarkov sein und da müsstest du selber durchrennen und Tarkov isn't supposed to be fun. Also, das ist ja auch anstrengend. Also man, es ist ja wirklich, in Boss-Level, der sagt ja auch, dass das wehtut alles und dass er Schmerzen hat. Und wie frustrierend muss das sein? Ich finde das, also das fand ich. Welcome to Tarkov, mein Dear. Ja, man identifiziert sich ja beim Computerspielen dann auch durchaus. Also es gibt ja so Spiele, die saugen einen dann so richtig rein. Also ja. Es ging mir damals bei Half-Life 1 so, wo ich das gespielt habe. Und es saugt einen so sehr rein und wenn dann plötzlich irgendwas passiert, ey, da kriegt man einen Herzinfarkt. Das ist so. Also manchmal, und ja, hier ist halt eher so auf eine lustige Art und Weise und was dem alles immer so passiert. Ich meine, es ist halt nicht so, dass der langsam gechillt aufwachen kann wie Bill Murray und erstmal Musik hören und in die Dusche gehen und erschrecken, weil kein heißes Wasser da ist und so. Haha, aber doch nicht heute. Und ja, es ist einfach herrlich dann. Wie auch so damit ich mag ja diese Wiederholungsfilme, wenn sie gut gemacht sind, ja, weil da gibt es sehr viele Kriterien, wo es schief gehen kann. Und es gab ja auch schon so Filme, war da nicht irgend so ein Jugendfilm, den wir mal in der Sneak hatten, wo irgendwie so ein junges Mädchen, also ich rede jetzt nicht von Happy Death Day, den fand ich sehr gut, aber gab es so andere, ach naja, jedenfalls, das ist einer von den guten Wiederholungsfilmen, den man sich durchaus mal angucken kann, wenn man so ein bisschen diese härtere Gangart wie Crank oder sowas mag, wo wirklich die Fetzen fliegen. Und aber wer da auch alles um die Ecke kam, da wirklich Leute mit einer Harpune auf dem Auto hinten. Und ja, das war echt abgefahren. Ja. Eine Harpune, tut nur so kurz weh. Und dann aber so richtig brutal und dann so ratsch und so, ah, oh mein Gott. Die treiben es halt echt auf die Spitze und das finde ich cool. Ja. Also auch Empfehlung von mir 7,5. Ich lege mich da auf die Seite vom Chris, der hat auch 7,5 gegeben. Jetzt hast du meine Punkte einfach verraten. Oh je. Toll. Ich gebe 8. Danke. Ja, bitte. Danke für nichts, Erik. Toll. Ich verrate jetzt dafür auch, was ich nächste Woche schaue. Oder willst du das für mich verraten? Nee, ich verrate nicht, dass du hier, wie ich ein Superheld wurde, schauen möchtest. Auf Netflix. Genau, das gucke ich. Kenne ich nichts davon, nichts gesehen, kein Trailer, kein gar nichts. Ich habe nur das Teaserbild gesehen und dachte, okay, ich brauche noch eine Heimsneak für nächste Woche. Und das sah ganz aber witzig. Unbedingt bitte den Titel im richtigen Portal eingeben. Ne? Den Titel im richtigen Portal? Ja, ich glaube, wenn du den in dem falschen Portal eingibst, dann kriegst du einen anderen Film wie den du sehen möchtest. Ich ein Superheld wurde. Ich versuche es bei Netflix einzugeben. Okay. Ich habe noch ein neues Thema mitgebracht, was zum Thema Film was zu tun hat. Habt ihr eigentlich so einen All-Time-Favorite-Lieblingsfilm? Hat ja jeder irgendwie was, ne? Star Wars? Ich habe nicht nur einen. Welchen von den Star Napoleon Wars? Napoleon Dynamite. Also wenn du Star Wars sagst, ist ja mittlerweile eine riesige Filmbibliothek. Ist das ein bestimmter Film oder ist das... Ich habe doch gesagt Star Wars. Also der allererste Alle. Von denen. Doch, eine alte Trilogie. Episode 4 sozusagen. Immer. Oder Star Wars. Ich hatte nämlich auf einer von meiner ersten Webseiten, die immer noch, glaube ich, auffindbar ist über diese Wayback Machine oder sowas, hatte ich mal so eine Liste gemacht, so meine Top 10 All-Time. Und Zurück in die Zukunft. Ja. Das machen. Ja, da. Und da ist nämlich so, bei diesen Top 10, ich meine, da war bei mir lange Zeit, war die mehr oder weniger unverändert. Ist natürlich auch so eine Liste, die so, sag ich mal, aus der Jugend kommt, wo dann auch viel so Filme drin waren, wie eben Zurück in die Zukunft oder sowas, die natürlich immer wieder toll sind, die ich auch immer wieder gucken kann, aber
von denen, wie es einen so bewegt hat. Und ich habe jetzt mal geschaut, da waren noch so Sachen dabei wie Club der Toten Dichter oder sowas drauf und solche Geschichten. Alles großartige Filme. Aber ich habe jetzt festgestellt, wenn ich so mal ein bisschen Revue passieren lasse, was ich so für Filme wie häufig gesehen habe, in den letzten Jahren speziell, ja, da hat sich das doch vielleicht ein bisschen geändert. Und mir ist es ganz speziell aufgefallen, als ich jetzt am Samstagabend Fernsehen durchgeschaltet habe und da lief auf Pro7, was wohl, der Marsianer. Und ich habe den wieder, ich habe gedacht, als erste Werbung kam, dachte ich, oh, scheiß Werbung, habe ich meine Blu-ray reingeschmissen und habe den von Blu-ray fertig geguckt. Ne? Und ich habe den dann wirklich erst vor 2 Wochen schon mal geguckt gehabt oder nicht mal 2 Wochen. Aber der geht immer, der geht immer. Und da habe ich festgestellt, eigentlich ist das jetzt mein Lieblingsfilm. Es ist also nicht mehr Blade Runner bei mir. Ja, also das Problem ist, Lieblingsfilm ist immer so eine Sache. Es gibt wirklich eine Handvoll Filme, die liebe ich. Die kann ich immer gucken. Das geht einfach immer. Aber wenn ich die jetzt auf eine Liste schreiben würde, würde ich nicht einen auf Platz 1 setzen. Ja. Also ich hätte eher mehrere, die auf Platz 1 sitzen quasi. Das ist auch mein Problem. Vielleicht muss man allgemeine die 10 Lieblings, also nicht jetzt als Ranking, sondern einfach so eine Sammlung von 10 liebsten Filmen oder sowas. Ja. Und ja, ich habe halt festgestellt, bei mir ist jetzt so der Marciano, witzigerweise ist auch ein Ridley Scott-Film, unterliegt zwischen dem Original Blade Runner, den ich ja, ewig auf meiner Liste auf Platz 1 hatte, aber den habe ich in letzter Zeit eigentlich kaum noch geschaut. Ich habe mal geschaut, als jetzt das 2049 rauskam, habe ich den Original nochmal geschaut und so, aber ist jetzt nicht mehr so, dass ich da häufig drüber nachdenke oder mich darüber freue oder so, aber den Marsianer, speziell den Extended Cut mit den 20 Minuten mehr, der finde ich einfach großartig. Oh mein Gott, so gut. Der ist so super. Und wenn der läuft irgendwo, da hänge ich sofort drin. Jetzt ja, so geht's mir mit Scream oder mit Jurassic Park. Die kann ich einfach immer gucken. Scream immer. 1? Ja, also 1 bis 4. Ich mag sie alle, aber der Originale ist halt, also die ersten beiden sind halt echt noch die besten, finde ich. Der dritte ist so, ja, und der vierte ist auch so, ja. Aber sie sind halt ein Franchise. Es ist so, wie wenn man Star Wars guckt und einen davon nicht so geil findet wie die anderen. Das ist halt so. Es gehört aber zusammen. Das ist eine Geschichte. Oder halt, wie gesagt, Jurassic Park. Der erste Jurassic Park. Oh mein Gott, ich könnte den in Dauerschleife gucken, so sehr mag ich den. Dann ist der auf jeden Fall ja mit in deinen Top 10. Ja, und auch von den neueren, Anführungsstrichen, auch schon wieder ein alter Film, ist Wild. Ist einfach so ein unfassbar guter Film. Was ist das? Wild? Into der große the Wild? Trip. Nein, ach so, nee, The Wild, hier mit Reese Witherspoon. Ganz genau, ist auch so ein guter Film. Aber halt komplett anders als meine anderen Filme auf der Liste. Ne? Also, ja, und der Marsianer, ganz, ganz weit oben, ganz weit oben. Super Film. Ja, dann natürlich auch hier Avengers Endgame, den fand ich auch super. Ja, Hammerfilm. Ist allerdings, ich weiß nicht, ob es bei mir jetzt in die absolute Top 10 schaffen würde, weil das sind für mich jetzt auch Filme, wo ich sage, oh, den gucke ich immer mal wieder an. Das ist einfach ein viel zu langes Brett, als dass man den einfach mal so mal reinhaut. So, ach, ich habe jetzt mal 4 Stunden, ich gucke mir jetzt mal den Film an. Ich finde halt, das ganze Marvel-Universe ist so eine eigene Liste in sich schon. Ne? Also ich habe immer das Problem, wenn ich irgendeinen Avengers-Film gucke oder so, dann habe ich Bock, wieder Iron Man zu gucken. Dann habe ich Bock, einfach wieder von vorne anzufangen und wieder alle durchzugucken. Das habe ich halt nicht bei allen Franchises. Ne? Also... Ja, dafür hat es bei mir aber jetzt auch einen Film mit reingeschafft oder mehrere Filme. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, so ist auf jeden Fall bei mir Interstellar, Interception, Der Weiße Hai und sowas ist da mit drin. Ja. Ich werde vielleicht mal eine Liste zusammenstellen von meinen 10 Lieblingsfilmen ohne Ranking in sich, sondern einfach nur so untereinander. Und da werde ich nämlich feststellen, da werden einige vielleicht rausfallen von denen, die bei mir früher drin waren. Zum Beispiel Fight Club habe ich ewig nicht gesehen. Ist jetzt nicht so, der steht hier, also steht im Regal, in verschiedenen Versionen sogar. Aber ich glaube, dieser What-the-fuck-Moment, den man da die ersten Male hat und dann auch so sieht, wie sich das so aufbaut, ne? Der ist halt irgendwann dann weg. Ne? Und na gut, das war jetzt eigentlich so mein Thema mit diesem Lieblingsfilm. Ne? Chris hat Star Wars. Also das reicht ja, dann sind ja dann die Top 10 quasi, ist ja Episode 1 bis und die... Nein, ich war auf die Frage auch nicht unbedingt vorbereitet. Die Han Solo, die Star Wars Stories. Ja, das war jetzt...
einfaches Gesprächsthema. Ich weiß schon, da muss man sehr drüber nachdenken. Habe ich ja auch gemacht. Und, okay, dann gucken wir doch mal, was Neues anläuft. Ist da was dabei, was die Chance hat, hier in diese Liste reinzukommen? Kinocharts und Neustarts. Platz 5 in den Innenstadtkinos Stuttgart, in die ihr gerne gehen könnt und dürft und sollt, jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit, geht da rein. Conjuring 3 im Bann des Teufels. Auf Platz 4 heißt es Welcome to the Jam, Space Jam, A New Legacy. Siehst du, da wollte ich nochmal gucken, was da jetzt auf dem Soundtrack ist. Muss ich mal mir versuchen zu merken. Guck ich mal bei Amazon oder so. Dann Nomadland auf der 3. Auf der Platz 2. Auf Position 2. Startposition 2 knapp geschlagen ist Fast and the Furious 9. Also Fast and the Furious 9. Wie müssen wir uns sagen jetzt? Ich weiß es nicht. Fast und Furios 9. Da haben wir es komplett gedeutscht. Schnell und verrückt 9. Und auf Platz 1 Black Widow. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Fanden wir, glaube ich, alle ganz gut. Und ja, geht da mal rein. Also, ist ja eigentlich ein gutes Programm. Also, geht da mal rein. Ne, super Programm. Wenn du überlegst, da jetzt hier die Top 5 alleine schon. Und jetzt schauen wir mal, was noch so anläuft. Also bei Kino.de stehen 3 Filme. Bei Filmstarts stehen ein paar mehr, die jetzt diese Woche. Und welche Liste nehmen wir? Diese Woche anlaufen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Kino.de an, weil ich glaube, das sind die Top-Filme, die diese Woche anlaufen. Und die anderen, da gucken wir mal, was noch so kommen könnte. Da ist der Film hier, Der Rausch, was wir eben erwähnt hatten, dieser dänische Film mit Mads Mikkelsen, der sich als Lehrer, Achtung, zu einem Experiment unterzieht, fortan nur noch mit Alkoholpegel zu unterrichten. Chris, wie sieht's aus? Das ist kein Experiment, das ist Normalzustand oder also, so einen kleinen Flachmann da unterm Tisch. Nee. Einen kleinen Flachmann, also ich habe bei mir im Büro so einen Wasserspender, wo Wodka drin ist. Ein Travenöse. Nein, natürlich, um Gottes Willen, das ist ein schweres Dienstvergehen. Niemand sollte alkoholisiert Kinder unterrichten oder Auto fahren oder überhaupt sich alkoholisieren. Also das kann man schon machen, wenn man unbedingt meint, dass man was braucht. Aber Drogen sind schlecht. Platz 2 der Neuerscheinungen hier ist Die Olchis, der Kinofilm. Und ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil am Montag in der Sneak habe ich Merchandise von den Olchis verschenkt. So ein bisschen. Und ich habe sowas von keine Ahnung immer noch, was die Olchis sind. Und wenn wir gerade bei Drogen sind, ich glaube, dass die Olchis im Drogenrausch entstanden sind. Meinst du? Ja. Ich glaube, da gibt es so Da muss man mich erstmal davon abbringen, sowas, von diesem Glauben. Ich glaub, aber guck doch mal diese Viecher an. Also. Ja. ja, das Poster hier und so. Aber ja, ich glaube, das ist so für kleine. Es ist ab 0 Jahren. Und da finde ich gut, dass da jetzt auch wieder ein Film kommt für die ganz Kleinen, dass sie auch mal ins Kino gehen können. Ich sag mal so, Black Widow oder so ist jetzt nichts für die ganz Kleinen oder Conjuring 3. Conjuring 3 schon, aber dann darfst du halt nebenher nicht reden, das ist ganz wichtig. Und hier Synchronisation von Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale. Oh. Ja, ich glaube, das ist ganz lustig so für die ganz Kleinen. Dann läuft auch noch an Spirit, frei und ungezähmt. Das allerdings, es gab ja mal diesen Zeichentrickfilm, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist jetzt aber so ein 3D-Animationsfilm. Ja. Oh. Ja. Ich dachte, da gibt es vielleicht mal eine Realverfilmung. Eine Realverfilmung gibt es doch, heißt Ostwind. Ich wollte aber von Spirit einen Film. Ja, so mit so einem Pferd, ne? Ja. Ja. Schwierig, oder? Schau doch mal hier diesen anderen Film da, dieses. Ich hab's schon vergessen. Ostwind. Nein. Was läuft noch so an? Was haben wir noch so? Infidel mit Jim Caviezel oder so? Den habe ich schon mal irgendwie gehört in irgendeinem Zusammenhang mit einem Festival oder so. Ach genau, der amerikanische Journalist Doug von Jim Caviezel gespielt wird vom iranischen Regime entführt, während er in Kairo Vorträge hält. Anschließend wird er in den Nahen Osten gebracht und unter falscher Anschuldigung vor Gericht gestellt, genau. Seine Frau, eine Beamtin des Außenministeriums, versucht ihren Einfluss zu nutzen, um mithilfe der amerikanischen Regierung ihren Ehemann zurückzuholen. Doch schnell merkt sie, dass sich die Regierung nicht einmischen will. Also bricht sie in den Nahen Osten auf, um auf eigene Faust nach Duck zu suchen. Er klang nämlich ganz interessant.
Hatte ich mir so ein bisschen. Duck und Carrie, Duck und Carrie, Duck. Den werde ich mir, glaube ich, mal dann im Heimkino geben. Duck und Carrie, Duck und Carrie. Aber sonst die restlichen Sachen. Laufen, glaube ich, nicht an hier bei uns. Duck und Carrie. Duck und Pizza, Duck und Pizza. Und was haben wir noch? Salami, dann sind wir schon bei den Serien. Serien. Achtung, Spoilerwarnung. Ja, genau, müssen wir gleich mal machen. Achtung, Spoilerwarnung. Eigentlich können wir auch viel kürzer machen. Alarm! Letzte Folge Loki hier, Folge 6 von der ersten Staffel, die auf Disney Plus erschienen ist. Jo, jetzt ist es zu Ende, jetzt wissen wir Bescheid, oder? Oh mein Gott, so gut. Ich habe mir danach ein Video angeguckt, in dem erklärt wird, was es mit diesem Typen auf sich hat, der da in dem Schloss wohnt. Oh, kannst du mir mal den Link schicken? Dann verlinke ich das auch in Shownotes mit. Das ich auch gerne sehen, richtig, weil ich habe nichts gut kapiert. Also doch, das ist richtig gut. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich die Comics nicht gelesen habe. Aber es gibt so viele Referenzen in dieser letzten Folge auf die Comics. Da kommt noch was Großes, Leute. Kommt noch was Großes. Ja. Könnte sein, also ich habe es ja dann auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich hätte es lieber, dass da jetzt ein Film folgt, der das irgendwie ein bisschen aufgreift, die Fäden, als jetzt nochmal eine Staffel, die da weitergeht. Weil ich glaube, das lässt sich jetzt in einem Film gut erzählen, das Ende. Mit diesen verschiedenen Zeitlinien und so. Da kann man, glaube ich, eine schöne Grundlage für einen Film, das irgendwie zusammenzuführen und vielleicht auch irgendwie, ja, verschiedene Lokis oder was weiß ich, verschiedene Thors oder keine Ahnung. Da kannst du so viel machen. Und da ist, glaube ich, die Plattform Film geeigneter dafür, als jetzt nochmal eine Serie. Aber gut, ich lasse mich dann überraschen. Irgendwann kommt ja dann auch wieder, geht es filmmäßig weiter, ne? In diesem ganzen Marvel-Universum. Ja. Yep. So, warte mal, ich suche hier gerade den Link. Kopieren. Also was ist in der Folge passiert? Loki und Sylvie sind in dieses Schloss da rein, die haben dieses böse Monster besiegt und sind in das Schloss rein und erwarten sie was Großes. Stattdessen taucht diese kleine digitale Uhr da wieder auf, also diese animierte Uhr, die ihnen erstmal erklärt, ich weiß nicht, was sagt die denn hier eigentlich genau? Erstmal willkommen heißt und sie dann weiterleitet quasi an den Mann, der immer bleibt, oder wie hat sie das gesagt? Who remains. The one who remains, ja, ne? Ja, genau. Und ja. Sie kommen dann rein und sind tatsächlich ein bisschen enttäuscht von dem, was sie treffen, denn sie treffen auf eine Art Zeithüter. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, ob ich rausfinde, wie der heißt. Hier ist das komische Video. Er ist wohl eine Variante von Immortus. Sagt euch das was? Der Unsterbliche, Chris? Oder was? Immortus ist eine Marvel-Figur aus den Comics, die bisher nicht aufgetreten ist in den Filmen. Das ist tatsächlich auch Teil der Comics, die rausfindet, oder es ist eine von den Parallelweltfiguren, die rausfinden, dass man zwischen den Welten hin und her kann und die dann zusammen mit anderen Varianten von sich selber einen Krieg anzettelt. Das ist ja das, was auch The One Who Remains Sylvie und Loki dann erklärt. Und dementsprechend ist der da sitzt, einfach nur eine Variante von Immortus. Also der Typ in dem Video erklärt es viel schöner als ich und das ist, sollte man sich angucken, um es komplett zu verstehen. Da wird nämlich auch nochmal auf Elias, dieses Monster, eingegangen, das auch schon in den Comics vorkam. Und also ich glaube, wer die Comics kennt, der ist mega happy mit der Folge oder grundsätzlich mit dem, was jetzt die Folge quasi aufmacht, noch für Möglichkeiten. Genau, und Sylvie will ihn halt umbringen, weil sie will, dass will den, der dahinter steckt, komplett kaputt machen. Und dementsprechend ist sich Loki aber nicht ganz sicher nach den Erklärungen von The One Who Remains, ob das so eine gute Idee ist, das Universum dann quasi wieder ins Chaos zu stürzen. Und dann gibt es tatsächlich einen kleinen Fight zwischen den beiden Loki-Varianten und unfassbar gut. Da steht ja auch noch so ein bisschen Liebe
im Raum. Ja, they love each other. Naja, zumindest einseitig ist es stärker als von der anderen Seite, ja, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass Sylvie einfach niemandem vertraut. Also so überhaupt gar niemanden. Ja, die Frage ist ja auch, kann man diesem Typ da, dem The Wayans, kann man den vertrauen, was der erzählt? Ja, wenn ihr jetzt hier das und das macht, dann the shit hits the fan. Oder ist dann, eigentlich, oder ist es sogar besser, wenn er weg wäre oder so, ne? Und ist immer hin und her gerissen, ne? Wobei ja seine Erklärung sehr gut war. Ja, klar. Aber meistens ist die beste Erklärung nicht die richtige. Was sagt denn der Chris da dazu? Da ja der überbleibt, oder wie heißt er jetzt? The One Who Remains schon bestätigt ist für den neuen Ant-Man-Film. Wird das ziemlich sicher Kang sein, der dann, wie es schon auch prophezeit wurde, aus verschiedenen Multiversen kommen wird, um die Macht an sich zu reißen. Und das wird relativ spannend zu sehen sein, weil sie haben jetzt wirklich diesen Schritt in dieses Multiverse gemacht, ganz bewusst gemacht. Und meine Sorge in diesem Bereich ist, dass es sich da granatenmäßig verzetteln, was da sehr schnell gehen kann, dass du irgendwann komplett den Überblick einfach verlierst und das dann das Gesamtbild so ein bisschen kaputt machen könnte. Da ist es vielleicht manchmal dieses Keep it simple, short einfach besser, wie dass es dann zu viel wird. Auf der anderen Seite, wenn sie es schaffen, die wirklich wichtigen, großen Sachen auf die Kinoleinwand zu bannen und die anderen Geschichten, die durchaus auch wichtig sind oder für das Gesamtbild einfach beitragen und eine Daseinsberechtigung haben, dann als so Serien umzusetzen wie Loki, dann warum nicht, wenn man die Möglichkeiten hat, das Geld hat und meint, dass das, dass man sich da etwas schafft, was Großes ist. Meine Befürchtung ist da so ein bisschen, wenn ich zurückdenke, damals die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire waren schon, wo man gedacht hat, okay, die waren teilweise richtig cool gemacht, richtig gut gemacht. Die sind relativ schlecht gealtert im Endeffekt. Und man hat dann wieder Spider-Man neu aufgesetzt und nochmal neu aufgesetzt. Und dass das dann irgendwann jetzt auch mit den ganzen Sachen mit Iron Man uns blüht, dass die Geschichte also nicht komplett zu Ende erzählt wird, sondern einfach man quasi mittendrin von vorne anfängt. Und das fände ich schade. Die Schauspieler werden nicht jünger, das darf man auch nicht vergessen. Und dieses komplette Festzurren auf eine Rolle ist auch immer so ein bisschen schwer. Deswegen, ich bin gespannt, wie sie das Problem lösen oder ob sie es einfach wegwischen und sich so richtig da reinstutzen. Und dann, wie gesagt, ist meine Befürchtung, dass es sich verzetteln, dass es zu aufgebläht wird und dass es dann komplett wie so eine Blase einfach zerplatzt. Das glaube ich nicht. Na, dafür durchdenken sie das Ganze viel zu gut. Mal schauen. Ich fand es auf jeden Fall teilweise ein bisschen zu viel Gelaber in der Mitte, die da am Tisch, Laberababer und so, ja, so und so. Aber an sich war es schon gut gemacht, auch gut gespielt von dem Typen. Also du wusstest nie, meint er das jetzt ernst oder ist das... Ist das alles Quatsch oder sowas? Und also man steckt dann quasi genau in demselben Dilemma wie die Hauptfiguren, ja. Würde ich dem jetzt glauben oder würde ich dem auch nicht glauben oder sowas, ne? Und oder wie würde ich da weiter vorgehen? Ich meine, was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, sie übernehmen von ihm den Posten und kümmern sich um die Zeitlinie. Ja, das wäre also boring gewesen, oder? Würde ich mal sagen. Das wäre mega boring gewesen. Deswegen, also irgendwie ab einem bestimmten Punkt war mir so ein bisschen klar, so, okay, also das wird bestimmt noch irgendwie in eine andere Richtung gehen. Also die werden jetzt nicht einfach da mit ihm den Chair tauschen da und ja, oder ich habe noch gedacht, okay, wenn vielleicht einer von denen da und der andere springt irgendwo sonst wohin, eine andere Zeitlinie, aber naja. Bin gespannt, wie es dann so weitergeht und auch mit den Filmen, wie die das dann aufgreifen und meistens ist es ja dann so, wenn man sich da so den Kopf zerbricht und ich glaube, die Macher, die lesen das ja auch, diesen ganzen Fandom, der da entsteht und die ganzen Blogs und die Vermutungen und so und viele Macher, glaube ich, die haben auch so ein bisschen Spaß dran,
die Fans dann oder die ganz bewusst nicht die Richtung einzuschlagen, wo die Fans sagen, ah, das kann nur in die Richtung gehen oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut gespielt und gemacht. Das Setting war ja diesmal ein bisschen eher begrenzt. Was ja noch ein paar Sachen waren ja noch mit drin. Zum einen war am Anfang das Marvel-Intro war ein bisschen anders. Man hat jede Menge so Zitate gehört von One Stops, A Small Step for a Man und über sonst was alles. Also war ein bisschen anders irgendwie. Wahrscheinlich so Zeitlinie quasi, was so in unserer Zeitlinie drin ist. So die wichtigsten oder wichtige Highlights aus der Zeitlinie als Zitate der Geschichte. Und was ich auch noch komisch fand, diese eine Leiterin von der TVA, die hat sich dann plötzlich so ein Portal aufgemacht und ist da so bedeutungsschwanger, hat sie noch so einen Satz fallen lassen und ist da einfach weg gewesen. Ja. Bin dann auch gespannt, was dann aus der wird. Ich dachte, die taucht dann auch nochmal auf, dann irgendwie in diesem Besprechungsraum da. Na, da ist halt auch die Frage, was hat diese kleine Uhr ihr gezeigt wirklich? Sie hat ihr der Anweisung gegeben, ihr bestimmte Akten zu besorgen. Und sie kam zurück mit einer kleinen Akte mit der Frage, und hat sie gefragt, ja, ich habe doch noch ganz anderen gefragt. Und die Uhr dann so schon so, ja, das ist alles, was du wissen musst. Und dann hat sie das gelesen und ist direkt losgedüst quasi. Also das muss auch noch unbedingt aufgeklärt werden. Hätte ich so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es als Post-Credit-Scene irgendwo so, dass ist da und dort, aber die Post-Credit-Scene sagt ja nur ähnlich wie bei Zurück in die Zukunft irgendwie Will Return hier, aber sonst. Loki Will Return in Season 2. Das hab mich aber sehr gefreut, weil wir bisher diese zwei anderen Serien waren halt abgeschlossen. Und ich finde schön, dass wir da eine zweite Staffel kriegen. Ich meine, es gibt jetzt viel zu tun. Er ist in einer Parallelwelt, wo ihn keiner kennt. Das ist spannend. Also, können wir, glaube ich, einen Knopf dran machen oder haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nein. Ja, der Chris hat jetzt bis jetzt nur kritisiert. Ich würde gerne wissen, wie er denn die Folge grundsätzlich fand. Ich fand es, wie gesagt, ganz, ganz cool eigentlich, dass wie es umgesetzt wurde. Das so ganz arg viele Themen neu aufgemacht wurden einfach. Es wird nichts zu Ende gebracht. Es wurden im Gegenteil nochmal neue Sachen dazugenommen. Das finde ich zum einen spannend, zum anderen ist es dann wieder dieser Punkt, wo ich sage, okay, wo soll das irgendwie vernünftig hinführen? Wir werden sehen, was passiert. Loki jetzt in einer völlig anderen Welt, wo nichts ist, wie es scheint, wo völlig unbekannt ist. Also gibt es also eine TVA, andere Zeitlinie oder. Ja, im Endeffekt hätte ich mir gewünscht, dass es nochmal weitergeht, dass nochmal eine Folge kommt. Bis Staffel 2 kommt, vergehen wahrscheinlich 2-3 Jahre. Da ist das Thema dann nicht mehr so heiß, dann sind auch die ersten Filme wieder da. Wir werden sehen. Okay, also ich bin nicht komplett happy. Dann machen wir hier mal den Spoiler-Ende. Achtung, Spoiler. Okay. Ich habe noch eine Serie geschaut, oder besser gesagt zwei Folgen einer Serie, nämlich auf Sky. Da ist auch das in der Mediathek drin, in der Sky Q Mediathek, die Serie Paris 1900. Hat mich schon mal getriggert wegen dem Titel. Ich dachte mal gucken, was das ist. Geht es da um die Weltausstellung oder was ist das? Aber es ist eine fiktionale Serie. Und als ich mich dann ein bisschen näher damit beschäftigt habe, nämlich dass der Macher der Serie Fabien Nouri ist, den ihr vielleicht eventuell auch kennen könnt. Ihr seid ja Comic-Fans, ich ja eher nicht so. Das ist ein sehr bekannter französischer Comic-Autor so von Graphic Novels. Der hat die Serie, ich glaube im Deutschen heißt die 13 gemacht, also mit römischen Zahlen geschrieben, X3. Dann, was hat denn der noch so? Ich bin da jetzt nicht so ganz so sattelfest. Tod von Stalin hier hat er, glaube ich, gemacht und so. Also sagt mir jetzt nichts. Graphic Novels, also eher ernstere Themen in diesen Graphic Novels. Das waren jetzt keine Asterix-Comics, um so zu vergleichen, ja. Sondern eher wirklich düstere Graphic Novels als Comic. Habe ich auch, wenn du in Frankreich in einen Comicbuchladen gehst, siehst du wirklich so Fabien Nouri, siehst du wirklich eine ganze, ja, fast ein ganzes Regal mit seinen Sachen voll. Und da habe ich gedacht, okay, der macht jetzt eine Serie, okay, mal gucken. Okay, also in 1900, oder Paris 1900, das spielt halt
in der Zeit, wir hatten mal einen Film mit der Sneak Preview, der hieß Jacques. Kann sich ja Chris vielleicht erinnern, weil der den hat, da ist er rausgegangen, glaube ich, weil er irgendwo anders hin musste und ich habe den alleine geschaut gehabt, aber zumindest vom Titel her, wo es darum ging, um den in Anführungszeichen Hochverrat von Dreyfus, diese Affäre in Frankreich, die es dann gab, die sehr stark mit Antisemitismus zu tun hatte, weil der Dreyfus wurde halt beschuldigt und selbst als man dann festgestellt hat, dass er unschuldig war, hat man gesagt, ach komm, wir lassen den da auf der Insel in der Verbannung da im Pazifik, wo haben sie den gehabt, da irgendwo bei La Réunion oder so, oder so eine kleine vorgelagerte Gefängnisinsel, wir lassen ihn einfach da, wir gestehen uns das jetzt nicht ein, dass wir da einen Fehler gemacht haben, das ist ja sowieso nur ein Jude, der da ist und den lassen wir einfach da und da gab es eine starke antisemitistische Bewegung in Frankreich zu der Zeit und ja, parallel dazu natürlich auch die Gegenbewegung und das alles ist sehr stark hochgekocht, bis fast zu einer erneuten Revolution, wirklich Anfang des 1900. Und in dieser Zeit spielt diese Serie. Und wenn man es ein bisschen vergleichen möchte mit einer anderen Serie, ist vielleicht so ein bisschen Babylon Berlin, wobei Babylon Berlin ja in den 30er Jahren spielt in Deutschland. Hier spielt es in Paris des 1900. Es gibt auch einen Mordfall. Ganz am Anfang ist auch so, dass der französische Präsident verstirbt und dadurch die Nation erstmal führungslos ist. Und in diesen Nexus der Führungslosigkeit gibt es so Mordfälle, die aufgelöst werden müssen. Und da verfolgen wir eben diese Polizeieinheit, die dann eben diese Leichen, die nur aus einem Torso teilweise bestehen, aus der Seine fischt und da ermittelt. Ich kann jetzt noch nicht viel sagen. Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Ich dachte, that's it, weil das sind zwei lange Folgen mit jeweils einer Stunde. Ich dachte, das ist so ein wie so ein Fernsehfilm, halt zwei Folgen. Und dann habe ich gesehen, oh nee, da kommen ja noch einige und die veröffentlichen nur jede Woche eine Folge. Da dachte ich, okay, oh, das weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt angetan hätte, weil ich bin jetzt angefixt und ich muss jetzt den Rest auch noch gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt insgesamt noch hat. Hat es von euch jemand zufällig gerade auf dem Schirm oder sonst gucke ich mal schnell nach. Also Paris 1900, wo sieht man denn hier, wie viele Folgen das hat? Ach, ich finde es nicht. Also es sind irgendwie, einige Folgen, die da noch kommen. Also auf Sky Atlantic läuft das oder in der Mediathek von Sky kann man das gucken. Geht jeweils ungefähr eine Stunde. Ist wirklich ein Sittengemälde von der damaligen Zeit, was dann alles so passiert ist, diese einzelnen politischen Bewegungen, dann diese ganzen kriminellen Sachen, die da gelaufen sind. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so treibend wie jetzt andere Serien in so einem Milieu, aber hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Ist halt auch sehr düster. Leider nicht. Ja. Okay, warte mal. Paris 1900. Episodenliste. Ja, ist halt schön, also so angenehm düster, wie eben auch die Comics von dem Sinn. 8 Folgen hat's. Okay, dann vielleicht guckt ihr da mal rein oder auch nicht. Ansonsten machen wir da mal weiter mit der Rätselecke, wenn ich das hier richtig sehe. Rätselecke. Da ist ja heute die Kate dran. Aha. Oh ja. Harry Potter. Ich habe mir einen Film ausgesucht. Ich wette, ihr werdet ihn nicht rausfinden, bis ich bei den 2 Hauptdarstellern angekommen bin. Oder 3 Hauptdarstellern angekommen. Bei Daniel Radcliffe? Lethal Weapon. Bei Daniel Radcliffe? Nein. Lethal Weapon. Also, ich lese euch Protagonisten, also beziehungsweise Schauspielernamen vor, die in diesem Film mitgespielt haben. Ich möchte vorweg schicken, es ist ein sehr alter Film, aber ein Klassiker. Also, ich fange mal an. Mark Eden Gray. David Aston. Robert Tyler. Keine Reaktion. Paul Goddard. Anthony Ray Parker. Belinda McGlory. Matt Doran. Kennst du eigentlich selber einen von denen, die du jetzt vorliest? Nö. Oder ist das nur okay? Entschuldigung.
Joe Pantoliano. Den kenne ich. Also Matthew Goddard habe ich schon mal gehört, ja, aber die Rest kann ich nicht so. So, es kommen nicht mehr viele, das ist der Witz daran. Gloria Foster. Hugo Weaving. Jetzt so langsam müsstest du mal klicken. Herr der Ringe. Carrie Ann Moss. Matrix. Yay! Korrekt. Sehr noch gekommen. Lawrence Fishburne und Keanu Reeves. Ja, es konnte ja bei Hugo Weaving fast nur das sein oder... Oder Herr der Ringe. Oder Herr der Ringe, genau, war ja schon gesagt. Deswegen habe ich das andere genommen. Ja, okay, war nicht... Toll, wie du ja verloren. Ich möchte, dass wir dieses Format von dem Quiz mal überdenken. Ich verliere ständig. So, ich sehe schon, nächste Woche gibt es dann das Extra-Quiz. So, ja, hier ganz einfache Fragen für den Chris, die er auch beantworten kann. Harry Potter. Wie heißt... Zum Beispiel, wie heißt der Hauptcharakter in Zurück in die Zukunft? Doc? Bah, Einstein. Einstein, sag mal, was ist los? Genau. Ja, Applaus, Erik, du bist nächste Woche dran. Da freue ich mich doch schon wieder auf ein völlig nicht lösbares Rätsel. Da haben wir alle immer Spaß dran. Na, mal schauen. Also seid gespannt, was dann nächste Woche kommt hier. Und jetzt bin ich wieder schlecht vorbereitet. Ja, ich habe auch gerade noch eingetragen. Aber wenn du nichts hast, kein Thema. Kann man auch skippen. Ansonsten haben wir jetzt unsere Spotify-Musik-Playliste. Music. Die ihr abonnieren könnt auf Spotify unter Kinocast Songs. Und ich packe drauf von den Foo Fighters Everlong. Ich habe was gefunden. Das läuft ständig im Radio und langsam geht es mir fast schon auf die Nerven, aber es muss wohl sehr beliebt sein. Von Ed Sheeran, Bad Habits. Okay. Ich habe von Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Okay. Hit Me Baby One More Time. Kommt nämlich auch in Killer's Bodyguard vor. Echt? Sehr geil. Also, ja. Ja. Also hat's nicht nur dahingehend einen Bezug zur heutigen Bezug, ja, ja. Ich schließe die Folge. Ich beginne sie mit Killer's Bodyguard, wir schließen sie mit Killer's Bodyguard 2. Ist das nicht schön? Achso, machen wir keine Kommentare oder so. Nee, ja. Achso, doch, können wir machen. Haben wir denn welche? Haben wir. Gibt's denn welche? Ja, es gibt einen Kommentar. Der Martin hat nämlich geschrieben, schöne Grüße auch. Godzilla vs. Kong ist affengeil. Wenn du die anderen Teile gemacht hast, wirst du voll auf deine Kosten kommen. Das ist definitiv ein Film für die große Leinwand mit superber Soundanlage. Also wäre dann ideal fürs Gloria in Stuttgart. Mal sehen, ob der dann noch läuft, wenn ich zweifach geimpft bin und die Karenzzeit zu Ende ist. Dann werde ich mir den auf jeden Fall dann geben. Ja. Und ich habe letztens gelesen, da gab es so eine Liste, weil wir gerade Godzilla haben, das Thema. Einer der besten Godzilla-Filme der letzten Jahre soll eigentlich dieser Shin-Godzilla sein, den ich hier auch schon mal vorgestellt hatte. Den fand ich auch sehr geil. Also den, wenn ihr Godzilla-Film noch anschauen möchtet, den es im Heimkino gibt, dann könnt ihr Shin-Godzilla gucken. Den gibt es bestimmt auch irgendwo im Streaming. Echt geiler Film. Okay, dann war das der Kommentar. Vielen Dank für den Kommentar. Haut rein in die Tasten. Kinocast.net ist da eure Anlaufstelle, weil die anderen Sachen lassen sich immer schwer tracken, gerade auf Twitter oder so, wenn da jemand was schreibt, das ist dann immer, bis wir die Folge aufnehmen, ist das schon wieder unter ferner Liefen dann in meinen Replies dann. Deswegen ist am besten eigentlich kinocast.net. Ja, ansonsten, was läuft so? Völlig. Ihr seid schon im G-Modus. Du stellst halt lauter so Fragen aus dem Off, aus dem Nichts raus. Fußball-EM vorbei, ja, Tour de France, findet heute ja Ende. Heute ist Mitgliederversammlung, seit 10 Minuten läuft die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart 1893. Geht ja noch 7 Stunden 50. Minimum, die geht wahrscheinlich länger. Formel 1. Formel 1 ist nachher sehr schön. Sascha Kalajdzic ist im Trainingslager angekommen. Ich habe vor, lecker zu kochen. Jens Kral ist nicht angekommen, der will woanders hin. Ja, Jens Kral wechselt wahrscheinlich dann nach Frankfurt. Wer macht dann DJ hier? Das geht doch nicht. Ja. Mangala. Okay. Mangality. Und was noch? Was ist noch?
Die neuen Folgen Rick and Morty sind sauwitzig und saugut. Ah ja, stimmt. Kommen morgen die neue. Ja, ja kommt morgen die nächste neue. Die letzte war wieder sehr lustig. Die vorletzte war nicht ganz so, fand ich. Ach komm, auf ihre Art und Weise schon. Ich feiere das ziemlich. Also es geht immer so wunder so weiter. Müssen wir mal nochmal in Ruhe besprechen, wenn, glaube ich, die alle da sind. Und ansonsten ist jetzt Sonntag. Ich denke, wir wollen jetzt alle den Tag noch genießen. Der Erik kocht heute. Erik, was gibt's heute bei euch zum Essen? Ich bin heute nicht dran. Letzte Woche war ich ja dran. Erik wird heute bekocht. Erik, was gibt's heute? Genießen, das werde ich dann überraschen lassen, was dann so gibt. Ich teaser mal an, ich werde vielleicht in der nächsten Folge, wenn es zeitlich passt, wenn wir nicht zu viele Filme haben, werde ich mal so die Top 5 der Gadgets, die man braucht für den Urlaub, was so Kamera und Film angeht. Da habe ich nämlich gerade selber ein bisschen was zusammengesammelt und ein bisschen was getestet. Was ist das? Ja, und noch anderthalb Wochen bis zum Tag der richtigen Berufswahl. Okay, na denn. Ja gut, finde ich gut, Erik, mach das. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ebenso. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüssikowski. Tschüsseldorf. See you later, Alligator. Okay. San Francisco. Okay. Bis bald im Kinocast.